Hier fängt die Geschichte an, wie ich unbemerkt zur Serienmörderin wurde. Mein Sohn braucht aber das Geld. Wir haben aber das Geld nicht dafür. Ich könnte nicht immer alles abgeben. Wir würden nicht diese Probleme haben, wenn du einen besseren Job hättest. Papa. Mein Mariechen. Was zum Teufel machst du hier? Ich wusste nicht, wohin ich mich sonst wenden soll. Es ist unmöglich, irgendwo einen Pflegeplatz zu finden. Dabei könnte man meinen, Corona hätte Platz geschaffen. Und du bist sicher, dass du hier richtig bist? Ich hab gedacht, ich könnte ja mit meiner Pension ein bisschen für Ausgleich sorgen. Peter, mein Vater, der wohnt jetzt bei uns. Hallo. Maria, bist du dir sicher, dass wir das... Ja, du kümmerst dich um deine Pflanzen und ich mich um meinen Vater. So kommt wenigstens Geld in den Haushalt. Wie schön, dass die Familie endlich zusammenfindet, hm? Meine Schwiegertochter könnte dich falscher damit liegen. Die Pflege ist zu aufwendig und zu teuer. Mein Vater wird zum Problem und es muss gelöst werden. Vor 70 Jahren beging Christa Lehmann ihren ersten Mord mit dem mittlerweile verbotenen Pflanzenschutzmittel E605. Unbemerkt fielen ihr 4 weitere zum Opfer. Mehr dazu gleich im Anschluss bei Verbrechen ohne richtigen Namen. Schwachsinn. Was ist schon weiter? Zum Glück hatte mein Mann noch einen Vorrat des Pflanzenschutzmittels. Es ist zwar blau gefärbt, aber ich hatte praktischerweise noch Blaubeeren über. Das war doch Zeit. Was soll das denn sein? Heute mal etwas fruchtiger. Ja. Ist nicht schlecht, aber Erdbeeren mag ich lieber. Du kannst wieder gehen. Ich hoffe, du kümmerst dich gut um mich. Einen zweiten Schlaganfall werde ich nicht überleben. Dafür hat Maria ein gutes Händchen. Keine Sorge. Aber ein gutes Händchen ist nichts ohne die nötigen Mittel. Aber denk dran, kein Groschen mehr von meinem Gesparten als abgesprochen. Selbstverständlich, Tante Helga. Wie kann sie mich so hintergehen? Wie kann sie denn mir das antun, das schöne Geld? Das ist... Was erlaubst du dir, mein Konto zu plündern für diesen Ramsch hier? Das sind wichtige Sachen für meinen Sohn. Das ändert überhaupt nichts daran.
Wir waren auf der Bank. Ich habe die Kontoauszüge gesehen. Ich werde dich verdammt noch mal anzeigen. Das ist doch sicherlich nur ein Missverständnis, oder? Was für eine Frechheit ist das. Eine bodenlose Frechheit. Mein gesamtes Spaß. Ich rufe den Notarzt. Nein, hol ihre Medikamente. Wo sind die denn? Ich weiß nicht, schau nach. Ich muss ja sicher gehen. Spät. Sie ist tot? Du hast wirklich das Konto von deiner Tante geplündert? Ich habe das für Arnold getan, nicht für mich. Natürlich machst du das nur für dich. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, gibst du ab. Nur um zu kompensieren, dass du keine gute Mutter bist. Du kannst dir seine Liebe nicht erkaufen. Wag es bloß nicht. Du treibst uns in den Ruin damit. Deine Tante ist tot. Wir können so nicht weitermachen. Was meinst du damit? Wir sollten uns scheiden lassen. Was? Aber ich habe auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die Sache mit Tante Helga hat sich problemlos erledigt. Aber es ist erstaunlich, wie robust Peter die letzten Wochen war. Sicher, dass es dir gut geht? Ja. Was hat denn der Arzt gesagt? Ruhe, Schonkost. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Hm? Ich unterzeichne, aber ich brauche noch deine Hilfe für die Scheidungspapiere. Ist was? Und dann können wir alles in Ruhe abschließen. Gut. Dann können wir jetzt den Schlussstrich ziehen. Da wir keine gemeinsamen Kinder haben, ist dieser Punkt hinfällig. Aber was hat es mit dem Versorgungsausgleich auf sich? Peter, hörst du mir zu? Ich lasse mir von niemandem sagen, dass ich keine gute Mutter bin. Wenn du nach links wischst, lehnst du jemanden ab. Und wenn du nach rechts wischst, kommt vielleicht was bei raus. Ich konnte das Alleinsein nicht mehr aushalten. Ich habe genug Morde hinter mir. Also habe ich meinen Sohn Arnold dazu gebracht, mir dabei zu helfen, jemand Neuen kennenzulernen. Verstehe. Dieser Heinrich sieht eigentlich ganz nett aus, hm? Die hier, die habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Das war vor deiner Geburt. Die sind wahres Schmuckstück. So wie du. Ich lasse ihn nicht so mit meiner Familie umgehen. Er wird dafür bezahlen. Okay. Lass deine verdammten Finger von meiner Schwiegertochter. Da war doch nichts. Sie übertreibt. Morgen bist du raus aus meinem Haus. Was bist du denn so? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ach, hör auf. Ich lass mich nicht rausschmeißen. Na gut. Maria! 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 Glückwunsch zum Hochzeitstag.
Danke, das ist lieb. Unglaublich, dass schon ein Jahr rum ist, hm? Kommt denn keines deiner Kinder? Ach du, ich habe mit denen schon lange nicht mehr gesprochen. Aber Bernhard, du darfst den Kontakt zu deinen Kindern doch nicht verlieren. Ich hab's versucht, aber es kommt nie etwas zurück. Ruf sie doch heute Abend mal an, hm? Familie ist schließlich das Wichtigste. Das stimmt. Nicht wahr, mein Schatz? Naja, wir haben dann noch unnötig lange gefeiert. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Deine Mutter war irgendwie komisch heute. Ich weiß nicht, was du meinst. Sie hat nervös gewirkt. Wahrscheinlich wegen der Aufregung zum Hochzeitstag. Ich geh mal unter die Dusche. Hallo, mein Schatz. Er hätte fast seine Familie angerufen, das wäre sehr auffällig gewesen. Aber die Wirkung hat gerade noch rechtzeitig eingesetzt. Ich habe das ganze Geld. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, falls du dir Sorgen gemacht hast. Ich melde mich morgen nochmal. Tschüss. Ich gehe mit dir. Guten Tag, Frau Felten. Was kann ich für Sie tun? Georg Schubert ist mein Name. Ich bin von der Mordkommission. Ich hätte da ein paar Fragen. Gottverdammt!